Wir haben in dieser Woche die Tarifverhandlungen in der Branche Metall und Elektro gestartet. Wir wollen sichere Beschäftigung, wir wollen sichere Einkommen und wir wollen die Ausbildung verbessern. Wir wollen stark aus der Krise kommen. Und das wollen wir mit euch gemeinsam machen. Und jetzt geht es, dass wir Aktionen planen müssen. Mit unserem betrieblichen Kampagnenplaner und unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem GAP machen sich jetzt auf den Weg in die Geschäftsstellen, um mit euch diese Tarifrunde zu planen. Weil wenn wir zusammenhalten, ist alles möglich, dann kommen wir stark aus der Krise. Die Tarifrunde dieses Jahr ist anders. Erstmal, weil wir drei Tarifrunden zusammenfassen: Metall, Elektro, Stahl und Textil. Und weil wir natürlich eine Tarifrunde vor dem Hintergrund der Bedingungen der Corona-Pandemie zu führen haben. Das wird unsere Methoden, unsere Instrumente, wie wir mit den Kolleginnen und Kollegen gemeinsam die Auseinandersetzung mit den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern angehen, verändern. Das wird die Tarifrunde ein Stück weit digitaler machen, aber wir werden trotzdem die Menschen mobilisieren, wir werden sie bewegen, wir werden sie dafür begeistern, dass sie die Ziele, die die Tarifrunde verfolgt, mit unterstützen, auch durch ihr eigenes Handeln. Das ist auch während der Corona-Pandemie auf Abstand mit Social Distancing möglich. Getrennt handeln, aber gemeinsam agieren, das sollte unser Motto sein bei der Tarifrunde. Und wir haben wichtige Gestaltungsaufträge, die wir in dieser Tarifrunde annehmen. Es ist nach der Beschäftigtenbefragung ein klarer Auftrag in Richtung der IG Metall gekommen. Und der lautet: Job sichern, Beschäftigung sichern, eine Zukunft gestalten und natürlich damit auch ein Entgelt zu organisieren, damit wir das normale Leben bestreiten können. Und dafür steht die IG Metall, dafür sollen wir gemeinsam miteinander für dieses einstehen und organisieren.